Bregenzer Wald. Breite Täler, schneebedeckte Berge im Nordosten Vorarlbergs. In den 23 Dörfern legen die Menschen viel Wert auf Tradition. Ich will ja auch schon eine Repräsentantin für unsere Tracht sein. Und ich denke mir, das sollte am Schluss meiner Persönlichkeit ein bisschen entsprechen. Neugierig gehen sie aber auch neue Wege. Da hat am Anfang zwar jeder gesehen, jetzt spinnt er komplett. Viele stürzen sich mutig in Abenteuer. Ich bin jeden Sonntagmorgen nach wie vor ein bisschen nervös. Die Wälder leben im Rhythmus mit den Jahreszeiten. Die Vögel fliegen in den Süden und wir machen Schlitten. Irgendwie so ist die Welt oder so. Sie wissen sich in allen Lebenslagen zu helfen. Die Juppe wächst zwei Kleidergrößen mit. Wenn man ein paar Kilo mehr hat, dann kann man die leicht kaschieren. Manches muss man auch mal so sagen, wie es ist. Gehörig hässlich, so muss es sein. So wie sie gehörig schier. Hauptsache, der Zusammenhalt passt. Ich glaube, wir sind ein gutes Team, oder? Normalerweise schon. Normalerweise. Einst bedeckt ein Wald das ganze Tal. Und erst spät, am Anfang des 20. Jahrhunderts, kommt hier der Anschluss an die Bahn. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, Neues wird hier gerne gesehen. Wir ehren das Alt und grüßen das Nü. Das heißt, also, ja, wir ehren das Alte, begrüßen aber auch das Neue. Ich glaube, dass man im Bregenzerwald gut umgehen kann, so mit Moderne, was Neues, aber irgendwie auch mit Tradition. Ich würde auch sagen, dass eigentlich auch aufgrund einer gewissen Langsamkeit viele Bausünden im Bregenzerwald nicht gemacht hat, die man sonst halt gemacht hat. Stark ist hier im Bregenzerwald die Verbindung zwischen Tradition und Innovation. Mit seinen sanften, breiten Tälern bettet er sich vom Bodensee im Norden bis zum Adelberg im Süden, wo die Berge allmählich schroffer werden. Wie ganz im Süden, im kleinen Ort Schoppernau. Hier hat der Winter das Tal noch fest im Griff. Noch. Mit einem riesengroßen Feuer, dem sogenannten Funken, wollen die Männer ihn morgen Abend vertreiben. Mindestens 10 Meter muss der Holzturm werden. Alles steht und fällt mit der Stange in der Mitte, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die Funkenstange sollte halt den Funken halten, oder? Und darum muss die Funkenstange relativ stabil drinnen sein, oder? Und relativ gerade stehen, oder? Und wenn jetzt einmal der Funken höher ist und dann, wenn es anfängt zu brennen, dann sagt der Funken zusammen und dann hält eigentlich die Stange den Funken, oder? Dass er nicht umfällt. Dafür steht viel am Spiel, oder? Dann endlich haben es die Männer geschafft. Bernhard Manser, Obmann der Funkenzunft, leitet die Operation. Schicht für Schicht arbeiten sich die Männer in die Höhe. Wenn die Balken fest sind, füllt sie der Kranführer mit Holzresten. Währenddessen übt auch der Nachwuchs an einem eigenen Funken. Der 13-jährige Maximilian Rüff ist für den Materialnachschub verantwortlich. Ich schaue halt länger, als ob es 3 Meter ist. Das kann man mit Augenmaß gut abschätzen. Als ob sie 3 oder 2,5 Meter hin. Das kann man gut abschätzen. Von der Höhe her war es eigentlich nicht. Hier riecht man auch gerne auf Hunkerbuhr. Und die ziehe eigentlich ein bisschen Holz um. Arbeiten auf Zuruf. Chef Bernhard eröffnet noch eine dritte Baustelle. Da machen wir noch einmal eine Spitze. Den oben wird es immer enger. Und dann ist weniger Platz und dann bauen wir die Spitze herunter. Die wird ungefähr 3 Meter hoch. Und zuletzt hieven wir die mit dem Kran hoch und dann ist der Funken fertig. Also die kriegt so eine Spitze zusammen und dann ist der Rest vom Funken. Für den Bau der Spitze teilt der Obmann Michael, Philipp und Jürgen ein. Nee, wir schaffen alle gehen Zimmer. Ja. Alle 3. Ja. Das ist ein lustiges Beisammensein. Wir sind ein super Team. Mal. Ja. Ab und zu fällt einer ab, aber
Ist ja nicht so hoch. Normalerweise kümmert sich der Funkenbaumeister um die Konstruktionspläne. Der liegt heute aber krank im Bett. Wir machen das ein sechseckiger Funke. Also der hat sechs Ecken und die haben gerade mal Durchmesser auf 6 Meter. Und Pläne so eigentlich direkt am Plan haben wir keinen. Aber das geht einfach so, je nach freie Schnauze, kurz gesagt. Und dann gehen wir zuerst einmal ungefähr 7-8 Meter gerade auf, und dann ziehen wir den Funke zusammen, bis wir in den Spitz kommen. Viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr. Bis heute Abend müssen Bernhard und seine Männer den Holzturm fertiggestellt haben. Die Natur ist ganz ein wichtiger Teil von meinem Leben. Darum wohnen wir auch da. Ich kann sehr viele Sachen draußen machen. Mit dem Hund spazieren, Wald einmal einen Baum zusammen sägen. Und das taugt mir schon sehr. Und wir haben drum auch eigentlich das mit den Nudeln angefangen. Weil ich gesehen habe, wenn ich da hinten lebe, dann möchte ich da hinten das Geld verdienen. Und da hat am Anfang zwar jeder gesehen, jetzt spinnt er komplett. Mit der Zeit hat sich dann herausgestellt, dass ich doch nicht spinne, sondern dass es ja, gut funktioniert und stetig wächst. Oberhalb von Lingenau auf einem sonnigen Südhang. Seit 2014 dreht sich für Christian Fallaster hier alles um die Nudeln. Der Vorarlberger macht Nudeln ganz nach italienischem Vorbild. Der Teig besteht nur aus 2 Zutaten, Mehl und Wasser. Ich krieg da jetzt mal Hunger. Unglaublich. Also ist nach wie vor liebe ich das. Riecht aber auch von Ernte zu Ernte anders. Also es ist nicht jede Lieferung, was ich krieg, gleich intensiv, auch von der Farbe her nicht. Für das richtige Mischverhältnis muss er dem Teig gut zuhören. Am Anfang, wenn noch kein Wasser drin ist, dann kratzt es mich an der Oberfläche, im Kessel. Und sobald Wasser dazu kommt, wird einfach der Klang ein bisschen sanfter. Du hörst, wie der Teig langsam weich wird. Und dann halt auch mit Fühlen, wenn der Teig in die Hand nimmst und einmal so durchknetest, dann merkst du, dass er langsam das Wasser aufgenommen hat. Und dann kann man entscheiden, zum nach vorne kippen, dass man es dann besser kann. Ursprünglich arbeitet Christian im Onlinehandel, betreut Webshops. Zu den Nudeln wird er spät berufen. Also ich bin kein Koch, kein Gelernter, aber ich sage immer, einmal am Tag muss man was Gescheites essen und dann kann es auch gut sein. Darum habe ich mir das zur Leidenschaft gemacht. Und das Nudeln machen, ich finde es halt immer ein bisschen eigenartig, dass man gute Sugos kocht oder gute Ragus, Rehragout, wo man 2 Tage am Herd hat. Und dann eine Beilage dazu tut, wo qualitativ jetzt nicht so hochwertig ist. Produkten habe ich gesagt, ich möchte eigentlich eine Beilage erzeugen, die einfach auch hochwertig ist. Sein Geheimrezept für den optimalen Geschmack, die lange Trocknungszeit. In der Industrie wird es oft mit, oder eigentlich meistens mit Hitze, heißem Dampf angestrahlt, dass es einfach schnell geht. Klar, die haben ganz ein anderes Volumen. Das ist so heiß, dass eigentlich die ganzen Nährstoffe und der Geschmack abschießt. Also die sind einfach nicht mehr da. Und ich mache die Lufttrocknung, das geht bei mir 3 bis 4 Tage. Ich sage immer, das ist wie ein guter Wein, der reift, oder ein Käse, wie man da in der Gegend auch sehr viel macht. Den muss man pflegen, den muss man salzen und wenden. Und ich muss das bei der Nudel halt auch. Ich muss reingehen, die Haken, wo das drin liegt, mal rütteln, dass die Nudeln sich wieder verteilen. Und Spaghetti und die gewickelten Nudeln, was ich mache, die muss man halt wirklich umdrehen, jeden Tag, dass sich das halt gleichmäßig langsam vor allem trocknet, weil wenn es zu schnell trocknet, dann riesen die Nudeln auch. Auch hier braucht der Nudelmacher sein Ohr. Es ist ja, du hörst es einfach und spürst es natürlich. Und der Test ist so, wenn sie bricht, hörst du, sie sind trocken. Oder eine ganz zerbricht, du merkst es, dass es ganz trocken. Aber ja, so gibt es halt die. Also probier's es. Und wenn es knackt, ist es doch. Nachdem die Nudeln die Hörprobe bestanden haben, macht sich Christian mit einer Lieferung frischer Pasta auf den Weg in den Nachbarort.
Währenddessen mitten in Alberschwende. 1908 gründet Großvater Christian Johler die Rodelwerkstatt. Heute führen sie seine Enkel, die drei Brüder Werner, Reinhard und Edmund. Also Reibereien gibt es bei uns natürlich grundsätzlich nicht. Das ist ja wohl klar nicht. Wir haben nur ab und zu kleine Meinungsverschiedenheiten. Wo es dann darum geht, zum Beispiel, wie viel Stück zu welcher Zeit gebaut werden. Oder also typischerweise im Vorweihnachtsgeschäft, wo dann ab und zu mehr los ist, wie uns lieb ist, da kommen schon ab und zu die Nerven ans Tageslicht. Denn je mehr Schnee im Winter, umso mehr Arbeit wartet auf die drei. 1982 übernehmen sie die Werkstatt von den Eltern. Geplant hat das keiner der drei Brüder. Meine Eltern haben Rodel gebaut und der Vater ist noch mit gut 60 Jahren gestorben. Ich war zu der Zeit 30 Jahre alt, habe im Leben nie gedacht, dass ich eine Rodel baue irgendwann. Aber die Mutter hat gesagt, ich möchte weitermachen. Und so bin ich an und für sich ins Rodelbauen gekommen. Aus der Unterstützung für die Mutter ist ein Lebensprojekt geworden. Die drei verwenden hochwertiges heimisches Eschenholz, beim richtigen Mond geschlagen. Das Holz für die Kufen biegen sie im Sommer über Dampf. Wenn man Holz biegt, dann wird es fast identisch, aber nicht 100% identisch. Damit wir jetzt aber eine super Rodel kriegen, ist es wirklich wichtig, dass wir die linke und die rechte Kufe aus einem Stück Holz schneiden. Und damit die dann nachher nicht mehr verwechselt werden, kommt dann am Schluss eine Schlagzahl hinein. Und damit sind die eindeutig identifiziert. Und das gibt dann die optimal geradeaus laufende Rodel. Es ist immer schon so, dass mitten auf der Straße bleiben ist am schwierigsten. Das werden wir dann beim Rodeln gleich einmal sehen, oder? Die Nummern schlägt sein Bruder Reinhard in das Holz. Die sind fürchtig älter als ich selber und ich bin schon bald 62. Also würde ich annehmen, die werden schon auch 80, 90 sein. Und man sieht es auch ein bisschen, die sind schon ziemlich verschlagen. Aber sie sind noch gerne mit dabei und solange sie das irgendwie aushalten, sind sie auch noch irgendwie Teil des Teams. So wie wir halt alle. Das ist ein bisschen, wir selber sind mit dieser Werkstätte auch alt geworden. Gleich, trotz des Alters, die Rangordnung im Team müssen die Brüder noch klären. Ich bin vielleicht der heimliche Chef. Das weiß dann nur niemand. Außerdem, Irma Renner eröffnet im Bregenzer Wald eine neue Art von Gastronomie. Wenn ich am Anfang gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, hätte ich vielleicht gar nicht aufgesperrt. Und unter der Erde hütet einer die nationalen Heiligtümer, mehr als 50.000 Stück davon. XXX Lutz zum XXX Lutz! Jetzt beim XXX Lutz Mehrwertsteuer geschenkt auf Ihren Einkauf. Gültig auf fast alle Produkte mit Gutschein, also nix wie XXX Lutz zum XXX Lutz. Zurück im Bregenzer Wald, in der Rodelwerkstatt der Familie Johler. Alle drei Brüder sind erfolgreich in ihren Berufen. Werner und Eduard sind Geschäftsführer in Großkonzernen in Deutschland und der Schweiz. Reinhard ist Professor an einer deutschen Universität. Den Winter verbringen aber alle drei im Bregenzer Wald, um Rodeln zu bauen. Ja, und es ist einfach auch, also man hat, die Vögel fliegen in den Süden und wir machen Schlitten. Irgendwie so ist die Welt oder so. Und solange wir das können, ist das ja auch irgendwie was Nettes eigentlich. Und natürlich, die beiden sind Techniker. Das muss man schon aushalten, klarerweise, weil die ständig modernisieren und neue Sachen erfinden. Da bin ich jetzt nicht ganz dafür, weil ich eben Geisteswissenschaftler bin. Aber ich trage dann trotzdem irgendwie was Sinnvolles bei. Wir sind alle Chefs. Kein Chef. Also ich bin ihn wahrscheinlich nicht oder so. Das würde ich von mir aus so sagen, weil ich da technisch zu wenig gut begabt bin. Aber die anderen beiden können sich diese Rolle schon überleben. Ich bin vielleicht der heimliche Chef. Das weiß dann nur niemand. Aber es ist tatsächlich so, wir brauchen es gar nicht so richtig. Wir brauchen aber Organisation und das, glaube ich, wird dann schon ganz gut wahrgenommen. Wir wollten das eigentlich immer machen bis zur Pensionierung unserer Mutter. Das wären damals 7 Jahre gewesen. Und ja, jetzt in den nächsten Tagen werden es also genau 40 Jahre, dass wir jetzt miteinander Rodel bauen. Und was ich, glaube ich, auch sagen darf, es sind 40 Jahre, wo wir eigentlich auch viel Freude gehabt haben. Und
eigentlich inzwischen auch schon Unmengen an Rodeln produziert haben. Das darf man wohl auch sagen. Ja. Also unsere Devise ist ja jeder Vorarlberger Jola-Rodel. Das Ziel haben wir noch nicht erreicht. Also so wie es ausschaut, nach den letzten Vorhersagen, muss man wahrscheinlich nochmal 45 Jahre. Machen wir gerne. Gut, das ist für mich schon knapp, ne? Von der Arbeit an der Rodelherrschaft gönnen sich die Jola-Brüder aber auch hin und wieder eine Pause. Ich bin jeden Sonntagmorgen nach wie vor ein bisschen nervös, aber ich würde sagen im positiven Sinne. So eine gewisse Nervosität ist auch ganz gesund. Irma Renner führt in Großdorf das Gasthaus Adler. Die Leute nennen es auch Sonntagsgasthaus, denn es ist nur am Tag des Herrn geöffnet. Und jeden Sonntag serviert Irma hier ein komplett neues Menü. Mit dem ungewöhnlichen Konzept musste sie sich hier im Wald erst durchsetzen. Sehr viele Leute fanden, dass ich komplett verrückt bin. Man kann ein Wirtshaus nicht nur einmal in der Woche aufsperren, ein Menü servieren und einen passenden Wein dazu und fertig. Sondern das Umfeld meinte eben so quasi, die Gäste brauchen eine Auswahl und das Wirtshaus muss öfters offen sein, sonst kann man nicht den entsprechenden Umsatz machen und so weiter und so fort. Und zum Glück hat sich das alles, all diese Zweifel haben sich irgendwie nicht bewahrheitet, obwohl es am Anfang natürlich schon teilweise zäh war. Aber mittlerweile funktioniert genau diese Idee. 2013 öffnet Irma die Türen zum ersten Mal. Erfahrung in der Gastronomie hat sie zu der Zeit noch keine. Das Dorfwirtshaus steht damals leer. Freunde laden Irma zu einer Besichtigung dorthin ein. Ich habe mir diese Stuben angeschaut und habe mich total verliebt in diese Stuben. Und ja, und so ist diese Idee geboren, dass ich einmal in der Woche aufsperre, weil ich hätte mir zu dem Zeitpunkt nie vorstellen können, fünfmal oder sechsmal oder sogar siebenmal in der Woche ein Wirtshaus zu betreiben, hätte auch nicht die Zeit dafür gehabt. Hallo Corinna, servus. Um 18 Uhr wäre es noch möglich. Ja? Okay, bis dann, wiederhören. Wenn ich am Anfang gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, hätte ich vielleicht gar nicht aufgesperrt. Und es konnte eigentlich nicht so viel schiefgehen. Wenn ich nach einem Jahr sagen hätte müssen, okay, das funktioniert einfach nicht so, wie man das vorgestellt hat, dann hätte ich wieder zusperren können, ohne dass ich jetzt wahnsinnig große Investitionen machen musste. Also es stand nicht viel auf dem Spiel, außer meinem Stolz vielleicht. Gemeinsam mit ihrem Chefkoch Jodok Dietrich kreiert Irma jede Woche ein neues Menü. Die beiden arbeiten seit 3 Jahren zusammen. Diese Woche sollen sizilianische Gerichte auf den Tisch. Wir diskutieren sehr viel und es vergehen auch oft viele Tage, wo so ein Menü entsteht, weil dann schreibt man es und am nächsten Tag liest man es wieder. Und dann sagt man, oh, das können wir, das geht gar nicht. Also das manchmal geht es leichter, manchmal schwieriger, aber wir finden immer einen guten Konsens. Die beiden arbeiten gerade an einem Rezept für traditionelle sizilianische Reisbällchen, sogenannte Arancini. Das Risotto verfeinern sie mit Mozzarella und Speck. Das ist auch das, ja, was Spaß macht, oder? Wir sind beide neugierig, essen gerne, reisen gerne. Und das kann natürlich, jetzt kann man in der Früh um 7 diskutieren oder spät am Abend oder wann auch immer einem gerade wieder was einfällt, weil man was gelesen hat oder was gesehen hat. Heute läuft es rund zwischen den beiden. Bei dem sizilianischen Menü darf Pasta natürlich nicht fehlen. Und Christian hat ihnen dafür extra Casarecce gemacht. Irmas Enthusiasmus für das Sonntagsgasthaus ist ansteckend. Ich habe wahnsinniges Glück mit meinem Team. Aber vielleicht lockt natürlich auch gerade dieses Konzept auch spezielle Leute her. Jedenfalls habe ich immer Leute in der Küche stehen, die das gerne machen und die nicht auf die Uhr schauen und denken, jetzt kommt noch jemand oder so, jetzt muss ich nochmal anfangen.
sondern ja, auch in der Küche gibt es diesen Enthusiasmus. Service! Und auch die Gäste kommen gern wieder. Den Gästekreis, den ich jetzt habe, den haben wir uns natürlich schon erarbeitet, oder? Ich meine, es könnte ja sein, dass die Gäste einmal kommen und sagen, so, jetzt habe ich es gesehen, ich wollte mal das Konzept kennenlernen, aber das passt, war nett, aber ich komme nicht mehr. Und so war es eigentlich nicht, sondern ich habe wahnsinnig viele Gäste, die immer wieder kommen. Und das ist eigentlich auch das, was mich stolz macht, weil das ist eigentlich die schönste Bestätigung. Zurück in Schopanau, im Süden des Pregitzer Waldes. Der Funkenturm wächst, langsam, aber stetig. Das Sperrholz dafür sammelt die Dorfbevölkerung das ganze Jahr über. Auf 5 Metern Höhe behält Funkenbauer Christian Moosbrugger den Überblick. Ja, bei dem Wetter geht's gut. Wir hatten schon Jahre, wo es geregnet hat und geschneit hat. Also besser wie heute geht's nicht mehr mit dem Panorama. Der Feuerbrauch am Ende der kalten Jahreszeit zählt zu den ältesten alemannischen Bräuchen. Bis ins 11. Jahrhundert reichen die Nachweise zurück. Ja, mit dem Haufen Schnee, was wir da haben und ja, Richtung Frühling geht, wären wir schon froh, wenn der Winter jetzt bald vorbei ist und dann muss man austreiben. Auf die Spitze des Holzturms soll heute Abend die Funkenhexe gehängt werden. Für ihr Outfit sind Nadine, Verena und Jasmin zuständig. Tex kommt am Schluss mit Uhr auf den Funken und wird dann aber mit verbrennt. Und es ist auch so ein Bruder, wenn Tex zum Beispiel jetzt nicht mit verbrennt, den muss man sie abnehmen und im Anschluss noch vergraben. Genau. Aber wir hoffen jetzt einmal, dass das, glaube ich, die Kundschaft. Das sind mal gute Dinge. Aus dem Modekatalog für Hexen, nur Altkleider und nichts darf zusammenpassen, wie jedes Jahr. Jetzt sind wir cool miteinander. Also das ist das, was mir am besten gefällt, weil man einfach, da ist so eine Woche vom Jahr, da geht es böse der WhatsApp-Gruppe zu, so ist es alle still. Aber einmal im Jahr und dann kommt man zusammen und ja, ist einfach schön mit den Leuten. So. Gehörig hässlich, so ja, wie sie sein soll. So wie sie gehörig schier. Die Damen sind zufrieden mit ihrem Werk. Der Turm ist inzwischen rund 8 Meter hoch. Ja, umso höher es wird, umso schmäler wird es oben, umso weniger Platz hat man. Oder? Und natürlich die Höhe von unten schauen ist natürlich für alle, die Höhenangst hat. Und so. Aber da, die was oben sind, haben keine Höhenangst. Früher war ich auch oben, ja. Aber jetzt bin ich zu alt dazu. Sollen die Jungen. Die Jungen sollen hochgehen. 2006 gründen Bernhard und Christian gemeinsam die Funkenzunft hier in Schopanau. Es hat angefangen, als wir circa 10 Jahre alt waren. Da haben wir angefangen, selber Funken zu bauen. Am Anfang mit Altpapier und Schachteln haben wir uns den ganzen Winter im ganzen Dorf zusammengetragen und in einem alten Heustadel deponiert. Und mit den Jahren haben wir das ein bisschen professionalisiert und sind immer größer geworden. Dann haben wir auch die Zunft gegründet. Von mir die Funkenzunft gegründet haben, war ich natürlich der Älteste. Und die Kinder, ja, die waren 15. Er war zuerst Schriftführer. Und mittlerweile ist der Hauptmann Stellvertreter. Und ich glaube, wir sind ein gutes Team, oder? Normalerweise schon. Normalerweise. Wir haben da die Spitze als Fertigteil vorbereitet, um den Kran hochheben. Darum müssen wir jetzt schauen, dass die Durchmesser zusammenpassen, dass nachher alles so aufeinander passt. Jetzt ist immer die Spannung noch da, wird morgen alles klappen oder nicht. Und der schönste Moment im Funken für uns Funkenbauer ist morgen, wenn der ganze Funken bis auf 2 Meter runtergebrannt ist. Und dann war das ein erfolgreicher Abschluss. Hoffen wir, morgen wird es auch so. Kurz vor Sonnenuntergang kommt der große Moment. Turm und Spitze werden vereint. Und auch die Hexe bekommt ihren Platz oben an der Spitze. Danach heißt es für die Schopanauer, Wache halten. Die ganze Nacht bis morgen, dem Funkensonntag. Funkenzünfte aus benachbarten Dörfern dürfen einen unbewachten Funken sonst anzünden.
30 Kilometer weiter nördlich in Lingenau. Ebenfalls gut bewacht lagert hier der größte Schatz der Region, Käse. Mehr als 2 Tonnen davon. Der Bergkäse reift hier im Keller unter der Verantwortung von Ulrich Gärtner. Die Pflege der mehr als 50.000 Laibe überlässt er allerdings Robotern. Sie holen den Käse, drehen den um, bürsten ihn mit Salzlake unterschiedlicher Konzentration und mit den Programmen, was der Käseleib für sein Alter und aus der Sennerei, der er kommt, auch notwendig hat. 7 elektronische Gehilfen fahren hier 7 Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag die Gänge ab. Das ist der neueste Roboter Ulrich, benannt nach mir als Geschäftsführer vom Käsekeller. Ich bin seit 2007 hier als Geschäftsführer und unsere Gesellschafter haben das netterweise hinter meinem Rücken so beschlossen. Es freut mich natürlich, aber ich kann sagen, er arbeitet einwandfrei und ohne Störung. Eine Ehre für den Deutschen, der 2007 aus Deutschland hierher in den Bregenzerwald gezogen ist. Es war anfänglich nicht leicht, denn die Wälder sind wirklich hervorragende Arbeiter und Kollegen. Aber einen Deutschen wie mich zu akzeptieren, das hat schon 3 bis 4 Jahre gedauert. Aber man muss sagen, nach dieser Schulzeit haben sie mich voll und ganz akzeptiert. Und wie gesagt, es ist einfach ein tolles Team und wir arbeiten hervorragend zusammen. Und es gibt gar keine Probleme mit Dütsche. Der Dütsche achtet auf die Einhaltung der Qualitätsstandards. Der hier gepflegte Käse muss aus Heumilch hergestellt und aus kleinen Sennereien aus dem Bregenzerwald kommen. Wenn die Senner kommen und ihre Käse bonitieren, sagen wir, also nach 3 bis 4 Monaten anstechen und schauen, ob die Qualität passt, haben sie immer ein Smiley auf den Lippen. Und das freut uns alle miteinander. Und dann gibt es immer einen Kaffee hinterher. Seit 40 Jahren arbeitet Ulrich mit Käse. Zum Bergkäse findet er erst hier in Vorarlberg. Ich habe nicht immer nur mit Bergkäse zu tun gehabt. Ich habe Camembert gemacht, ich habe Bavaria Blue gemacht. Irgendwann habe ich aber auch die Liebe zum Bergkäse gefunden. Und es ist unheimlich schön, wenn man sieht, wie unter seiner Hand und das Team natürlich etwas reift, was Fantastisches. Ulrich schreibt die viele 100 Jahre alte Käsegeschichte des Bregenzerwaldes mit seinem Keller weiter. Gleich, das Tragen der traditionellen Tracht bringt die Frauen hier in ungeahnte Höhen. Aber wenn man auswärts geht, dann wird man fast auf Händen getragen. Und bei Einbruch der Dunkelheit kommt die Stunde der Wahrheit für die Funkenbauer. Wenn man dann so einen Haufen aufgebaut hat und alles gut geht, dann ist das ein Highlight, dann ist man wieder glücklich und froh. Los zum XXXLutz! Jetzt beim XXXLutz Mehrwertsteuer geschenkt auf Ihren Einkauf. Gültig auf fast alle Produkte mit Gutschein. Also nix wie XXXLos zum XXXLutz. Zurück im Norden Vorarlbergs. Hier im Bregenzer Wald hat die älteste Tracht des ganzen Alpenraums überlebt, die Juppe. Das Kleidungsstück tragen die Frauen hier seit dem 18. Jahrhundert. In der Juppenwerkstatt in Riefensberg möchte sich Sabine Fetz eine Juppe nähen lassen. Es ist meine erste eigene Juppe. Bisher habe ich nur geerbte Juppen getragen, also gebrauchte, was natürlich auch seinen Reiz hat. Aber für mich ist es jetzt wirklich die erste Anschaffung, wo alles neu ist. Eine Juppe besteht aus mehr als 10 Einzelteilen. Vom Unterrock bis zum Hut ist jedes Stück Handarbeit. Und die Trägerin selbst muss jedes Detail auswählen und darauf achten, dass diese rechtzeitig fertiggestellt werden. Juppennäherin Irmgard Schwärzler unterstützt sie dabei. Das ist die eigene Wissenschaft. Und wenn man so ein traditionelles Gewand kauft, dann will man ja auch alles richtig machen. Also eine Liste habe ich tatsächlich schon gemacht, weil es so viele Einzelschritte sind, wo ich sage, ich will eine Reihenfolge muss ich machen. Will die Handwerkerin muss fertig sein, dass die nächste nachher weitermachen kann. Seit über 20 Jahren fügt Irmgard dann die einzelnen Teile zum großen Ganzen zusammen. Ja, es ist immer wieder überraschend. Passt sie nicht? Gefällt sie der Frau oder nicht?
Und das Schwierige ist, jede Figur ist anders. Die eine hat dort Fettbett, Pölscherchen zum Kaschieren. Und dass man das wirklich Figur betont, ist die Frau. Form und Farbe des Kleidungsstücks unterliegen strengen Regeln, fast unverändert seit vielen Generationen. Tragen darf eine Juppe auch nur, wer einen starken Bezug zum Bregenzerwald hat. Eigentlich darf jede Bregenzerwälderin Tracht tragen. Es darf eine Frau, wenn sie auswärts zieht, ihre Tracht mitnehmen und sie dort anlegen. Und es darf eine Frau, die im Bregenzerwald zieht, die Juppe anlegen. Sie muss sie bloß so anlegen, wie es gehört. Mehr als 6 unterschiedliche Meisterinnen ihres Fachs arbeiten an der Herstellung einer einzigen Juppe. Bei Stickerin Monika Arnold hat Sabine das Stecktuch, genannt Blärz, bestellt. An einem Blärz sitzt Monika über 50 Stunden. Was am Anfang mir wahnsinnig schwer gefallen ist, bei den ersten Stücken, da habe ich sie so richtig eingeklebt. Und mir ist lange Zeit am Stück getragen. Also das ist seit Wochen und Monate gesehen. Und nachher hätte ich das Stück einfach verkaufen sollen. Und das ist mir richtig schwer gefallen am Anfang. Heute bin ich froh, wenn es fertig ist, wenn es wieder fort ist. Tracht trägt Monika seit ihrer Kindheit. Wenn ein feierlicher Anlass ist, dann trägt der Wälderin selbstverständlich immer ihre Tracht. Es ist schon etwas Besonderes, ja. Aber wenn man auswärts geht, dann wird man fast auf Händen getragen, wenn wieder Juppe kommt. Bis Sabine in ihrer neuen Juppe auf Händen getragen werden kann, muss Monika noch einiges sticken. Fleißig ist man auch frühmorgens in Bezau. Liefertag für Kaffeeröster Andrea Trevisan. Aus Burundi, Uganda und Guatemala lässt er die rohen Kaffeebohnen in den Bregenzerwald einfliegen. Der Röster selber kommt von nicht so ganz weit her, aus Italien. Die Liebe lässt ihn hierbleiben. Zum Ersten wegen Schnee und Snowboarding. Ich habe eine ganze Saison, Wintersaison, den Snowpark gebaut in Schopenau. Und dann danach, nach 10 Jahren, habe ich meine Freundin kennengelernt. Und zufällig war aus Au. Und dann war der Call vom Bregenzerwald zu mir. 2019 erhört Andrea den Ruf aus dem Wald und macht sich mit seiner Leidenschaft selbstständig. Er eröffnet seine eigene Rösterei. Über 1000 verschiedene Aromen setzt das Rösten aus den Kaffeebohnen frei. Die nehmen ihn mit auf eine Reise in die Ursprungsländer des Kaffees. Da finde ich in jeder Kaffeesorte etwas Besonderes oder die Charakteristik auf diese Kaffee. Ja, zum Beispiel so afrikanische Kaffee, das sind richtig fruchtige und sind richtig lebendig. 2 Nachmittage in der Woche öffnet der Italiener die Türen zu seiner Rösterei. In Italien, die Kaffeekultur ist sehr stark und in meinem Kaffeehaus, ich probiere ein bisschen die italienische Kaffeekultur mischen wie den Wiener oder die österreichische oder ein bisschen Norden Kaffeekultur, alles zusammen mischen. Das heißt, eine höhere Qualität des Kaffees, mehr Kaffeesorten zum Probieren, aber trotzdem so reden und ein bisschen quatschen über, keine Ahnung, Wetter oder Sport oder Giro d'Italia. Mit seinem italienischen Charme hat sich der Kaffeeröster jedenfalls einen Platz im Herzen der Vorarlberger gesichert. Den Bedarf an Holz im Bregenzerwald können die hiesigen Wälder heute gar nicht mehr selber decken. Die heimischen Betriebe müssen deshalb sogar Holz zukaufen. Für ein raffiniertes Spiel mit dem Holz schneidet Reinhard Feuerstein gerade die besten und schönsten Teile, die Filetstücke, aus Eichenbrettern heraus. Gerade hier im Bregenzerwald hat die Arbeit mit dem Werkstoff Holz eine lange Tradition. Holz ist unser Rohstoff im Bregenzerwald. Das ist das, was wir selber alle, was hier herumsteht, sage ich mal, und das wir selber gut verarbeiten können. Mir taugt es, dass wir da einfach alles draus machen. Auch Sachen, die normal aus Metall oder Kunststoff gebaut werden. Und man kann alles in Form bringen, alle Formen damit herstellen. Eigentlich ist Tischlermeister Reinhard auf Treppen spezialisiert. Heute baut er an einem speziellen Projekt, einen Tischfußballtisch. Kickertisch nennen ihn die Vorarlberger.
Das kam eigentlich mit meiner Familie, mit meinen Kindern zustande. Ich habe von meinem Bruder einen Fußballtisch, einen Kickertisch geschenkt bekommen und habe dann bemerkt, es ist ein super Spielgerät für die ganze Familie, das groß und klein spielt und das Spaß macht und die Kinder wirklich wieder analog beginnen zu spielen. Den Tisch, den ich bekommen habe, hat überall gewackelt, war schon sehr stark gebraucht und hat nicht ganz dem entsprochen, was ich mir vorgestellt habe. Und so legt Reinhard selbst Hand an. Für den Kickertisch verleimt er die Eichenbretter zu einer Holzplatte. Vor 3 Jahren zeichnet er die ersten Pläne. Da sind viele 100 Arbeitsstunden drin in den ersten Prototypen. Also viele Nachtstunden, viele Freizeitstunden, die wir da verbracht haben. Und wenn ein Kugellager zu laut war, dann musste ein leises Kugellager her. Also es wurden wirklich auf viele Sachen, sage ich mal, geachtet, die es bei einem Industrietisch oder bei so einem herkömmlichen, günstigen Tisch nicht gibt. So viele Komponenten wie möglich sollen aus Holz bestehen. Am längsten arbeitet Reinhard am Design der Spieler. Auch hier baut er mehrere Prototypen, bis er endlich zufrieden ist. Also es ist sehr spielentscheidend, wie die Figur, was für einen Grip sie am Bein hat, dass sie den Ball gut hält und dass der Ball auch gut bewegt werden kann. Was auch wichtig ist für mich, ist, dass ein Spieler austariert ist, dass man den Spieler, wenn man hinten spielt, dass man sie vorne waagrecht stellen kann. Und das mache ich hier jetzt bei diesem Arbeitsgang. Also meine Spieler bekommen dann ein Metall in den Kopf. Wenn wir zu wenig haben, legen wir ein bisschen Blei dazu. Und das wird dann wieder mit Holz verschlossen. Zum Abschluss poliert Reinhard die selbstgeleimten Platten aus Eichenholz. Und auch die Mannschaft ist komplett und nimmt ihren Platz auf den Stangen ein. Ja, das ist einfach wunderschön, wenn du jetzt endlich siehst, wie sie diese Komponenten zusammenfügen, ein Ganzes ergibt und wie dann alles zusammenpasst und schön ist und sich dann auch spielen lässt. Und wenn die Details dann auch funktionieren, die man gemacht hat, auch wenn sie vom Standard abweichen. Bei den Spielern aus Fleisch und Blut kommt Reinhards Mannschaft aus Holz jedenfalls gut an. Oh, gut. 2 Kilometer weiter im Norden, in Eck. Albert Schneider kocht hier seit 25 Jahren eine einzige Speise. Kässpätzle, das Vorarlberger Nationalgericht. Von weit her reisen die Gäste an, um seine berühmten Käsknöpfle, wie die Bregenzer Wälder sie nennen, zu essen. Das Wichtigste dafür, den Käse, legt er nur in die Hände des 85-jährigen Ignaz Feuerstein. Ihm bringt er nur wenige Tage alte, frische Käseleibe aus den Molkereien. Der pensionierte Senner pflegt sie ihm dann in seinem Keller mit Salzlake, bis sie reif sind. Die alten Bergkäse werden immer härter und trockener. Und das ist bei meinem Bergkäse, bei Ignaz, nicht der Fall. Er hat ja mittlerweile schon größere Kundschaften abgestoßen, oder, weil er bedingt durch Salter. Und uns macht er immer noch. Oder, also meine Käse pflegt er immer noch. Das ist, bin ich wirklich stolz. Ich träge da nie, Ignaz. Ja, passt so. Wieder. Das könnte die Frau auch schicken. Ja. Das wäre nicht blöd. An die 30 Kilo wiegt ein Leib. Die Ration reicht ihm für eine Woche. Das Gasthaus führt Albert gemeinsam mit seiner Ehefrau Theresia. Die beiden sind seit über 20 Jahren verheiratet. Zu seinem Glück kocht Theresia auch gern. Sie ist in der Küche für den Teig verantwortlich. Hier muss es vor allem schnell gehen. Das nehme ich als überhaupt. Das ist ein Löffel Mehl, ein paar Eier, Salz und Wasser. Das wird ein schlampiger Teig. Man darf ihn nicht zu viel rühren. Und der ist in 2 Minuten fertig. Das ist ganz wichtig. Albert macht es überhaupt nicht, wenn sie 1 Minute dann stoppen wird.
Nach Käse und Knöpfleteig fehlt dem Gericht noch das i-Tüpfelchen, die Röstzwiebel. Dafür ist Albert seit dem Tod seines Vaters zuständig. Damals ist er noch Mechaniker und unterstützt seine Mutter im Gasthaus abends nach der Arbeit. Seit 1980 oder in den 80er Jahren tue ich Zwiebeln machen. Wenn ich natürlich jetzt Zwiebeln röste, oder, werde ich das gelernten Spitzenköche und Haubenköche sicher, wenn sie zuschauen, umschalten auf Rosamunde Pilcher wahrscheinlich. Ich werde jetzt denken, sowas von umständlich. Ich weiß es nicht, oder? Aber ich mache es auf alle Fälle so, oder? Und den Leuten schmeckt es. Also die müssen, sobald sie gemacht sind, aussehen und auf dem Tisch sind. Das meine ich am liebsten. Wenn man nicht lange umeinander trüllt und alles gleich viel geht, dann ist man gleich wieder fertig. Normalerweise werden die Käsknöpfle mit einer Gebse, einer Art Holzfass, auf den Tisch gestellt. Albert serviert aber jedem seiner Gäste eine frische Portion Knöpfle extra. Nachschlag gibt es so oft man will. Natürlich, das macht einen Unterschied. Die Chefin kocht und der Chef bringt sie, serviert sie und fragt, ist das gehörig sie oder und möge der Nomel oder und das ist hat bei den Gästen schon einen Stellenwert. Einen hohen Stellenwert hat im Bregenzer Wald auch die Nationaltracht. In Riefensberg in der Juppenwerkstatt stellt die Näherin Irmgard Schwärzler Sabines Juppe heute fertig. Also mit dem Stück komme ich jetzt in die Zielgerade. Die Überraschung ist immer, wenn man die Juppe zusammennäht, was schaut heraus? Passt sie nicht? Muss ich noch was ändern oder nicht? 2021 nimmt die UNESCO die Juppe und ihre Herstellung in die Liste des immateriellen Kulturerbes auf. Den tiefschwarzen Leinenstoff für den Rock stellen sie hier in der Juppenwerkstatt im Sommer in Handarbeit selbst her. Das ist ein ganz besonderer Stoff. Das ist ein Leinenstoff, der wird apprettiert. Und das ist ein Stück, das 500 Falten hat. Und die 500 Falten muss ich so zurechtnähen, dass wir damit eine Figur bekommen. Und der Stoff ist dehnbar. Also die Juppe wächst zwei Kleidergrößen mit. Und das macht ja kein anderes Kleidungsstück. Und das ist einfach das Angenehme. Wenn man ein paar Kilo mehr hat, dann kann man die leicht kaschieren. Mehr als 170 Arbeitsstunden stecken in einem Kleid. Rund ein Jahr müssen die Trägerinnen nach der Bestellung auf ihre fertige Juppe warten. Für Sabine ist es heute soweit. Es ist schon Aufregung für mich, ist schon da, weil es einfach ein Stück ist, das man in der Regel einmal im Leben macht. Und ich will ja eine schöne Repräsentantin für unsere Tracht sein. Ich glaube, man kann sich ein Stück wie Giselle einbringen für die Persönlichkeit. Dass ich jetzt sage, ich mache eher eine schlichte Juppe oder ich mache eine ganz opulente von der Stickerei. Also dort ist ein gewisser Spielraum da und ich denke mir, das sollte am Schluss meiner Persönlichkeit ein bisschen entsprechen. An Feiertagen und zu besonderen Anlässen kann sich Sabine von nun an in ihrer eigenen Juppe zeigen. Ein wichtiger Tag, der allerdings unter einem traurigen Stern steht, ist der sogenannte Jahrtag. An ihm gedenken die Wälder ihrer verstorbenen Vorfahren. Jede Familie hat ihren eigenen Jahrtag. Traditionell findet er in der kalten Jahreszeit statt. Bregenzer Wälderinnen legen an diesem Tag nicht nur die Juppe, sondern eine eigene Trauerkopfbedeckung an. Nur mehr eine Handvoll Damen wissen, wie man sie umlegt. Anka Geber ist eine davon. Da gebe ich die Stuche rum. Also die Stuchen umgehen, heißt das. Das bedeutet Trauerkleidung, oder? Am Jahrtag, jedes Jahr, oder wenn ein Angehöriges verstorben ist, da trägt man das, die Trauerkleidung. Ganz früher hat man das zum Heiraten gegeben, die Braut. Also hat es gedreht früher. Und jetzt ist es eine Trauerkleidung. Mariannes Mutter ist vor 20 Jahren gestorben. Das Kopftuch hilft ihr auch heute noch beim Verarbeiten der Trauer. Heute lege ich sie halt an, weil es Tradition ist und weil ich denke, na, mir lädt sie eh nie mehr. Aber halt
Es kommt schon darauf an, wie weit es entfernt ist. Oder ob der Todesfall erst gesinnt ist oder ob es einfach verteilt ist. Aber wenn ich die Stuchen anlege, lege ich sie an, weil ich denke, meine Mama mietet das, als ich die Stuchen anlege, wenn ich am Jahrtag auf den Friedhof gehe. Gegen das seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Zurück im Hinterwald am Ortseingang von Schoppernau. Endlich ist der Funkensonntag gekommen. Erfolgreich haben die Männer ihren Turm in der Nacht vor den anderen Funkenzünften beschützt. Die Dunkelheit legt sich über das Tal. Während sich die Kleinen vom Dorf mit ihren Fackeln nähern, verpflegt die Funkenzunft die Zuschauer mit Funkenküchle. Das krapfenähnliche Gebäck aus Germteig gibt es hier nur am Funkensonntag. Der Funkenbauen ist eine schöne Arbeit, ein schönes Zusammensein. Und wenn man dann seinen Haufen aufgebaut hat und nachher in Flammen aufgeht und alles gut geht, dann ist das ein Highlight. Dann ist man wieder glücklich und froh, dass alles funktioniert hat. Und freut sich dann auf den nächsten Funken wieder. Das ist bei uns auf dem Land sowieso, dass man das Dorfleben und das Vereinsleben ein bisschen pflegt. Und so trifft man immer wieder die ganzen Leute vom Dorf. Und das gehört zum Dorfleben einfach dazu. Der Nachwuchs der Zunft trägt mit seinem eigenen kleinen Funkenfeuer schon dazu bei, die Dämonen des Winters zu vertreiben. Um der kalten Jahreszeit endgültig einzuheizen, entzünden endlich auch die Erwachsenen ihren Funken. Na, wie es lodert und die Energie, was das Feuer eigentlich hat und dem Feuer zuzuschauen, ist, wie es flackt und so, das ist ein bisschen beruhigend auch und ja, es ist einfach etwas Tolles. Ich bin zufrieden, ja. Mit dem Funken, er brennt schön hoch. Das einzige Problem war, dass die Hexe runtergefallen ist. Sollte nicht sein, aber das kann es geben. Aber es ist sonst, der Funken brennt super hoch. Und explodiert ist die Hexe auch. Mehr braucht es nicht. Bis der Funken abgebrannt ist, die liegt so nah am Feuer. Die brennt noch, verbrennt komplett heute noch. Also somit haben wir alles erreicht heute. Bernhard Manser und seine Mannschaft haben mit ihrem Funkenfeuer die Geister der kalten Jahreszeit vertrieben. So endet der Winter im Bregenzerwald. Und die Wälder sind bereit für den Frühling.